Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zuerst bei Pokémon Nord, Episode 05. Und wir haben jetzt unser Blutzug, unsere Rin-Mei-Mei. Und ja, es ist noch nicht so dolle, aber das wird schon noch. Das kriegen wir noch irgendwie auf der Pfanne. Eine Feuerbombe begleitet mich immer. Das ist schön. Das ist nice. Du siehst auch aus wie so ein Popeye-Skinhead. Ja, Taubsi, ich glaube, Taubsi, sie sind levelmäßig gleich. Aber ich glaube nicht, dass das gut funktioniert. Blutzug entwickelt sich 31. Das heißt, sobald Blutzug mit den anderen auf einem Level ist, also ebenwürdig, ist sie am Rocken. Dann macht sie hier einen auf Rock am Ring. Okay, gegen ein Taubsi kann sie auch noch bewähren. Das funktioniert noch. Und crittet. Critten tut sie. Mein Toxin. Ja, wir kriegen ja jetzt hier, wenn wir Koga besiegt haben, kriegen wir Toxin. 38 Psi-Strahl. Ja, gut. Psychokinese wird dauern. Aber Psi-Strahl ist auch schon mal was Nice. Volltreffer. Mit Tackle. Okay, Tauboger. Nee, da. Ich lass dich zwar drin, damit du Erfahrung abgreifst, aber den Rest übernimmt die Queen. Dann müssen wir jetzt mal so eine Art Training durchziehen. Solange wir noch keinen EP-Teiler haben, müssen wir das leider erstmal so machen. Aber ein Tauboga ist ein entwickeltes, da gibt erstmal ein bisschen mehr Erfahrung. Da droppt der Beat, da droppt der Vogel. Ja, das ist legit. Na, Habitat könntest du auch noch schaffen vielleicht. Ist auch 26, ist noch im Bereich des Machbaren. Kann man ja mal versuchen. Spiegeltrick. Hat keine Wirkung. Why? Why? Warum hat... Hier, es hat doch Wirkung. Lauer, keine Scheiße. Bei Toxin dürfte witzig werden. Und ich bringe ihr Toxin bei. So viel ist man sicher. Weil das ist dann mal ein richtiger Gifttyp. It's a real fucking vampire. Das Schlimme ist, wenn das Ding mal angreift, wird's wehtun. Es will mich einfach nur debuffen. Es will mich runterbringen. Alter! Es crittet! Ibitak. Würde ich nicht machen. Brrk! Das Ding ist auch wie ein fetter Vogel. Okay, das können wir Sui machen lassen. Das kriegt Sui hin, das glaube ich. War erfolglos. Hier. Hab einen Stein. Hab einen Felsen. Go die. I have a rock. So, zieh ab, du Popeye-Pönis-Ting-Ding-Dong. Zieh ab einfach, okay? Sowas wie dich will ich hier nicht sehen. Ja, Omot wird ein bisschen brauchen, bis es an vernünftige Attacken und... na, aber ich bin zuversichtlich. Wir haben zwar jetzt Kizuna leider nur für... Ja, wir haben sie nur für eine Folge dabei gehabt. Aber sie war durchaus MVP in dieser Folge. Das muss man durchaus mal sagen. Mal gucken, ob dieses Habitat irgendwas macht, was Sinn macht. Oder ob es nur wieder versucht, mich zu nerven. Ups. Okay, das Ding will mich definitiv umbringen. Oh fuck, bitte überleb. Ist gut, ich hab's begriffen, okay? Arschloch. Flashbang. Spiegel. Ja, geil, Spiegelträger. Fuck that shit. Sui, tu mir einen Gefallen, begrab das Ding unter einem Felsen. Kommt es mir nur so vor, dass in der ersten Gen, dass die Biester gute Attacken erst mega spät lernen? Oder kommt es nur so, meine Güte, heute noch? Weißt du, nur weil du ein Habitat bist, ne, heißt so lange nicht, dass du hier irgendwelche Privilegien hast. So wie es auch 33 schon. Oh mein Gott, das sind so viele Viecher. Komm, Pate, ich mach mal ein bisschen, ne? Ist meistens so, es kommt mir nur gerade hier so irgendwie so vor. Dass viele erst Attacken lernen, wenn es schon nahezu zu spät ist.
Ja, das ist ein bisschen hier. Das Leveln wird dauern. Der Anfang wird schwer. Mit den Attacken, die wir haben. Der Anfang wird leider etwas schwer. Aber aller Anfang ist schwer. So heißt es ja, ne? Ich wollte gerade sagen. Jedes Mal im Trainerkampf ist Wirbelwind... Hatte Wirbelwind hier noch nicht die Fähigkeit, Pokémon zu wechseln? Oder kommt mir das so vor? Oh Mann, das wird dauern. Oh, ich hasse es so zu leveln, ne? Ich hasse es so zu leveln. Ich finde das immer schrecklich. Aber wenn du keine andere Wahl hast, dann hast du leider keine andere Wahl. Vor allem, wir haben noch einige Leute vor uns, bis wir in Fuchsania City sind. Aber danach kommen wenigstens mehr... Na okay, so ist es auch nicht ganz wahr. Dann kommt noch hier... Kommt da noch die Giovanni-Scheiße oder kommt das danach? I don't even know. Ups. Habe jetzt nicht aufgepasst. Part ist auch oft MVP, davon mal abgesehen. Aber das ist Pate, das Ding hat ein Samurai-Lauchschwert, also von daher. Brr. Mein Vogel ist besser als deiner. My bird bring also the guys to the yard. Ein Biker. Es ist eine Nicht-Bike-Zone, nur mal so. Und du fährst mit dem Bike durch die Gegend, du Arsch. Das ist nicht cool. Das macht man nicht, ja? Queen! Tackle. Eigentlich müsste Wasser doch sehr effektiv gegen Gift sein. Seien wir mal ehrlich. Wasser reinigt. Das ist das Gegenteil von Gift. Gift schädigt. Also warum ist Wasser nicht effektiv gegen Gift? Das scheint mir irgendwo sinnlos. Blutsauger! Nennen wir es Fortschritt. Blutsauger, ist okay. Es ist okay. Ja, Blutsauger wird nicht viel rocken gerade. Warum habe ich Gobble jetzt hier reingeschickt? Das war super dumm. Was soll Gobble hier machen? Pflanze ist nicht effektiv, ich Trottel. Es sei denn, Rasierblatt crittet andauernd, dann ist es natürlich was anderes. Ich sehe jetzt schon, unsere Queen ist mega neidisch gerade auf Gobblefloor. Einfach weil's... Wieso stell ich mir auch gerade vor, dass die beiden so einen ständigen Kaiju-Battle ausführen? Wer cooler ist? Aber meine Queen, ich darf beruhigen. Queen, sie sind immer Nummer 1. Das ist Fakt. Gobble kommt irgendwann später. Wenn überhaupt. Gobble ist so eine Sache. Gobble ist wie so dieser Cousin, den du nicht leiden kannst, aber der trotzdem, mit dem du spielen musst, weil es sonst nichts Besseres zu tun gibt. Das ist Gobble. Das ist immer der einmal schief den Kopf hält und auf einmal Nasenbluten hat. Diese Art von Cousin ist das. Wir alle haben so einen. Ich nicht, though. Ich habe nur zwei Cousinen und beide sind awesome. Das würden sie aber niemals erfahren, weil ich sie niemals sage. That's some fucked up shit, I know. Müsst ihr echt immer alle so im Weg stehen? Wisst ihr echt, dass es nicht schön ist, ständig das Zeit- und Raumkontinuum zu durchbrechen, nur wegen euch Bilbos? Alter, ich hab den Weg nach Fuchsania, das sieht ihr echt nicht so lange im Kopf. Und das ist auch noch nicht mal das Schlimmste. Oh, es ist noch so ein Vogel, Dude. Warum immer? Warum andauernd? Ja, nö. Warum habt ihr immer so viele Vögel? Ich meine, ihr habt einen Vogel. Das ist Faktor. Es ist absoluter Faktor, klar. Kaboom! Jetzt ist nur die Frage, machen wir denn nachher als erstes Safari-Zone oder machen wir erst Koga?
Ich würde sagen, wir machen erst Koga. Dann ist das nämlich von der Liste. Dann ist Kog nämlich von der Liste. Das war auch wieder dumm an sich. Flashbang. Aber gut, es ist ein Kaiju gegen den Spatz, also... Ja, und da denkst du mal, meine eigene Attacke war sinnlos. Crit. Rasierblatt ist ein einziger Crit. Wir kriegen Rinmeme noch aufs Level. Das wird noch. I believe. Das kriegen wir hin. Das wird zwar elendig lang dauern, aber dieses Blutzug wird noch legendary. I believe. It's a legend. It's a feature. Auch wenn es kaum Erfahrung gibt gerade. Doch ein Ibitak, das gibt doch was. Das sieht nach gesund aus. Ich meine, wir haben drei Gifttypen. Wir haben Knops, wir haben unsere Queen, aber unsere Queen ist alles. Und wir haben Omot. Wir haben also drei Gifttypen. Schon wieder. Unsere anderen Optionen sehen auch nicht sonderlich anders aus. Oh, war ich stark genug? Oh, mein Vogel. My Bird Person. Okay, gut, da oben ist noch einer. Den knall ich mir auch noch vor. Auch wenn das höchstwahrscheinlich schon wieder so ein Vogelfreak ist. Und ich diese Vogelvögel nicht mag. Die haben immer... Okay, einmal voll machen, bitte. Just in case. Ich weiß, sowas wie Verfolgung gibt es noch nicht, aber trotzdem. Es ist Paranoia, dass sich auf einmal irgendwas ins Spiel hackt, was nicht rein soll. Da muss ich TM einsetzen. Oh. Ich habe aber keine TMs mehr, die sich lohnen. Willst du mir welche geben? Mein lieber Popeye-Freund. Vor allem 28 und ist ein Taubsi. Kann es denn nicht bitte wenigstens ein Tauboga sein, damit es ordentlich Erfahrung gibt? Ich meine, das wäre ja nochmal was. Das wäre ja immerhin mal etwas. Aber 28 Taubsi? Es müsste schon längst ein Tauboga sein. Dodu. Ja, Dodu ist... Okay. Im Grunde ist es Smogon nur anders. Wir können es ja mal versuchen. Ging daneben. Das wird höchstwahrscheinlich gar nichts tun. It did nothing. Schnabel. Au. Au. Ach ja, sehr effektiv. Okay. Hab's schon begriffen. Schnabel. Das tut auch nur weh, weil er zwei davon hat. Hast du gerade versucht, die Queen zu pieksen? Großer Fehler. Dodu-Gift. Es ist Dodu-Gift. Es ist ein Gift für Dodus. Oh, Tauboga, das ist Erfahrung. Now we're talking. That's a big bird. Aber warum ich auch andauernd die Queen wieder reinhole? Die Queen ist eigentlich die Einzige, die hier... Eigentlich ist die Queen immer diejenige, die MVP ist. Davon mal abgesehen. Es ist die Queen. Was erwartet ihr? Es ist Gülle Queen. 28, na schau mal einer, guck. Wir machen Fortschritt. Wir machen Fortschritt. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Lass es nicht zu sehr krachen. Ein guter Tag für den Kapitalismus. Okay, gut, Markus, kann man TM kaufen? VM besitzen allerdings nur wenige Pecho. Oh, scheiße, Boy. Oh, scheiße, Boy. Oh, Boy. Bah! Vor allem der Vogel schreit ihm die ganze Zeit ins Ohr. Ist mir mal aufgefallen. 29. Also, je näher ich hier komme, desto mehr haben die tatsächlich Viecher, wo up to par sind bei mir. Das war uncool. Ja, das ist die einzige Schwäche der Queen. Die einzige Schwäche der Queen. Volltreffer. Mehr like süß. Versuch Schaden zu machen.
Das sind doch mal Erfahrungspunkte. Und ein Ibitak. Sag mal, bist du hier der Boss vom Vogelpark oder was? Moin, Vorox. Es geht. Ach komm, Sui kann auch mal wieder mit Stein schmeißen. Das sollte auch hinhauen. So klingt Ibitak. Balalalalalala. Oh nein, er beschmeißt einen Stein mit Stein. Das heißt, würde ich Watte mit Watte beschmeißen. Och, come on jetzt, mein Dude. Mann. Geht doch. Vogelfänger. Und der Vogel schreit ihm immer noch ins Ohr. In Wirklichkeit ist der Typ taub. Ein Vogelbomber hat mir mal ein Fliegen beigebracht. Warum? Ich habe einen Samurai-Vogel. Warum sollte ich ihm das Fliegen beibringen? Warum sollte ich ihn so runtergraden? So downgraden, so downpour machen. Das wäre retarded, Mann. Ich verschnelle das mal ein bisschen, danke. Weißt du, ein Vogel, der auf einem Stein rumhaut, das ist... Ja, nee. Um Emero zitieren zu dürfen, da gucke ich mir lieber Videos an, die 8 Minuten lang gehen. Matt! Kipp! Matt! Kipp! Okay, genau so. Matt Kipp ist toll. Sorry, also... Oh, Hydropi ist toll. Mann. Hydropi war das, ne? Ich glaube Hydropi. Morlord, Zumpex. Ja, okay, got it. I remember now. Wenn ich schon ehrlich bin, ich freue mich ja drauf, wenn wir denn wieder... Wenn denn Pokémon Silber losgeht irgendwann. Wenn wir irgendwann Pokémon Silber machen. Und ich das Rad wieder auspacken kann und das Vieh krieg, was ich am wenigsten möchte. Wobei, ab der 2. Edition gibt's andere schöne. Kanimani ist toll. Mein hier Dings ist auch immer super. Dodo kann fliegen, ja, und das ist so bescheuert. Das Ding hat nicht mal Flügel, aber es... Ich habe mir es immer so gedacht, es benutzt sich selber wie so eine Art Helikopter. Das ist immer der Punkt, wie ich mir das gedacht habe bei Dodo und bei Dodri. Es macht einfach seine Köpfe, als wäre es ein Propeller. Und schrubbt dann so durch die Luft. Ich stelle es mir super bescheuert vor. Vielleicht ist Dodo auch in Wirklichkeit ein Jet. Ein Kampfhelikopter. Um es ganz speziell auszudrücken. Ein Apache-Kampfhelikopter. Habt ihr euch schon mal darüber nachgedacht? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Oh Gott, noch mehr Durchgeknallte. Ja, wir haben noch einige Leute, noch ein paar Leute vor uns, an denen wir uns hier vorbeimogeln müssen, bevor wir nach Fuchsheim der See kommen. Also, ne, die Folge wird schon noch witzig. Smogon! Smogon klang im Anime immer so traurig und sad. Es klang immer so nach dem Motto, kill me! Beende mein Leiden! So klang Smogon immer. Nice. Burn. Ich frage mich gerade, ob ich überhaupt eine Chance gegen Koga habe. Ich meine, hat der nicht relativ hochlevelige Pokémon? Ich meine, der ist ziemlich heftig. Ziemlich saftig auch. Oder gehen wir jetzt erst in die Safari-Zone? I don't know. Das erfahren wir sowieso erst in der nächsten Folge, weil wir hier noch ein paar Leute haben, die wir verprügeln müssen. 29. Doing work. Oh, Slimog, das Ding gibt Erfahrung. Oh, das Ding schmeckt gut auf Toast. Boah! Das ist irgendwo nicht fair. Oh mein Gott. Geller Queen. Überlassen wir es der Queen. Na, 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 na. Echt, hat er nur 2? Hahaha, you don't! You die! You fool!
Das war eine gute Erfahrung. Mehr entwickelte Pokémon, bitte. Geben so schön viel Erfahrung immer. Oh, dann liegt der Pokémon gehört? Nee, hab ich nicht. Fuck off. Fuck off. Fuck off, my child. Oh, oh, Porenta, hey. Dein Porenta soll an sich cool sein, ne? Aber hat es auch ein Lauch-Samurai-Schwert? Es hat nicht mal eine Animation-Fragilität. Du, was willst du eigentlich mit deinem Porenta-Vieh? Was willst du eigentlich? Oh, come on! Body Trap! Setz dich drauf! Und die Queen wächst. Alter! Die Queen hat fast so viel Verteidigung wie Zui. Und Zui ist darauf ausgelegt, ein Beefmon zu sein. Das ist schon irgendwo schockierend, ey. So, mal gucken. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas. Ich glaube, hier oben war nichts von Wert. Von Pokémon Wert. Um es so auszudrücken. Aber vielleicht ist ja hier für Blutzug nochmal was da, was es umfahren kann. Sieht nicht danach aus. Das könnte... Das war ein Volltreffer. Die Volltreffer auf Tackle sind mittlerweile echt erstaunlich. Ja, nee, Myrapla, das kann ich mir abschminken. Wobei es ist Käfer gegen... Och, natürlich, Blutsauger wäre effektiv gewesen. Natürlich, Käfer ist effektiv gegen Pflanze. Ich vergesse es immer wieder. I'm so retarded. Komm jetzt hier! Meine Güte, wie lange hat das gerade gedauert, ein Vieh zu bekommen? Jeder Speedrunner wäre da leicht eifersüchtig. Okay. Ich heil mal kurz mein Rinn hoch, meine Maymay. Und dann ist alles wieder gut. Dann ist alles wieder gut. Ist zwar nicht so viel Erfahrung, aber es ist alles wieder gut. Aber immerhin muss ich mir dann kein Geld für Highlight-Items ausgeben, ne? Der sparsame Schoschmann. Alter, mit was crittet die nicht? Das ja. Ist ja irgendwas anderes außer Unkraut im Gras. Kann doch nicht mehr wahr sein hier. Come on, wirklich? Komm, jetzt, komm. Aber jetzt. Jetzt machst du es dir aber lächerlich. Ich meine, du kannst mir nichts. Och, come on jetzt. Ja gut, gehen wir weiter. Hier ist nur Unkraut. Ich wollte gerade sagen, hier ist nur Unkraut. Kill it. Lutsch it leer. Mach it leer, machen wir weiter und dann ist gut. So, okay, weiter im Text. Noch mehr Biker. Sehr gut, ich brauche einen Zeitvertreib. Alter, echt jetzt? Du bist irgendwo im Freien und brauchst einen Zeitvertreib. Und dann nervst du unbedingt denjenigen. Raise the roof! Schade, dass es noch keinen Dings hat. Keine, hier, sag schnell. Psychoattacken. Konfusion wird mir ja reichen. Konfusion wäre ja schon wenigstens mal etwas. Ach nee, warte mal. Slimer ist doch ein Spezialtank, soweit ich das weiß. Ja, ist auf jeden Fall effektiver. Flashbang! Fuck you. Ich hoffe, das killt. Okay. Noch ein Slimer. Oh Mann. Also langsam hat mein Team Schmerzen. Aber noch haut's ja hin. Gobble kann auch hier. Quatsch, der Pate. Unser Pate macht ja auch noch Arbeit. Na, was hast du? Klingsturm. Klingsturm war hier nicht vorzubenutzen. Klingsturm ist nur eine Option für Schnabel. Ich meine, Klingsturm habe ich eigentlich auch nur drin, weil es Swag ist. Um ganz ehrlich zu sein. Es ist nicht wirklich eine sinnvolle Attacke. Eigentlich irgendwann den Paten Fliegenball zu bringen, wäre gar nicht mal so doof, weil es wahrscheinlich einfach stärker als Schnabel ist.
Von daher. Smogon. Es ist ein Zugführer. Wenn es ein Zugführer ist, dann ist es ein Problem. Ach komm, Queen. Die Queen schafft das. Die Queen schafft alles. Long live the Queen und so. Das war ein Volltreffer. Ein KP Crit. Es war so wenig, dass du es nicht mal zwei nehmen konntest. Das ist lächerlicher Schaden. Yeah. Stachelspore. Warum eigentlich nicht? Immer noch besser. Schmeiß weg, Tackle. Das ist. Giftpuder ersetzen wir sowieso nachher durch Toxin. Von daher. Das wird schon. So, direkt der nächste Dude. Pumakaf, cool, los geht's. Es sind so viele Leute hier auf dieser Straße. Why? Wieso ist diese Straße von hier nach da so befahren von Leuten? Das ist schon irgendwo nicht mehr feierlich, ey. Nicht effektiv, nicht cool. Sui, bitte. Du sollst einen Stein nach einem Vieh werfen. Ich verlange nicht viel. Ich verlange nur Steine. Gut, versuchen wir mal das hier. Fett. Heutzutage kann Smogon Schwebe. Und er hätte ihn nicht getroffen, weil Schwebe ist Bullshit. Bei Pokémon, die in der Luft schweben, werden davon getroffen. Und welche, die nicht schweben, haben Schwebe. Und das ist, es ist, weil Schwebe ist Bullshit. Ja, jetzt haben wir wieder zwei Leute, die gleichzeitig das Dach heben wollen. Und er will nicht, dass ich mich in die Luft jage. Okay. Sind nicht mehr blockiert. Okay, jetzt könnt ihr mich also wieder in die Luft jagen, ne? Ist das so? Es ist das, was es ist. Eine absolute Bum-Bum-Party. So, komm, wie viele können hier noch unglaublich... Lolola, Kampf, los! Meine, da unten in der Straße sind auch noch welche. Aber ich gehe erstmal oben lang, weil ich glaube, da war was Tolles. Und der hat auch vier. Und das ist genau die Fahrradstraße. Genau so. Jeder hat irgendwie Smogon oder einen Slimer. Einige sind da, glaube ich, auch richtige Hipster und haben irgendwie einen Magnetilo oder sowas. Wie gerne ich eine Psycho-Attacke jetzt. Das wäre so effektiv. Aber noch nicht jetzt. Aber bald ist es ja. Bald ist es soweit. Blutzug levelt und dann tötet es noch Menschen. Ist auch wieder wahrscheinlich eine überlange Folge hier mittlerweile. Aber ich krieg das schon hin. Was hast du mit... Alter, du hast Sui vergiftet. Wie das denn? Wie kann man Steine vergiften? Und das ist immer noch merkwürdig. Das sind so Sachen, müssen wir, glaube ich, nicht verstehen. So, komm. Slimer kriegen wir auch hin. Bald kann Renmei auf eigenen Beinen stehen. Wobei, wir können es auch mal versuchen. Wobei, das ist Blödsinn. Das bringt überhaupt nichts. Warum denke ich überhaupt nur daran? Warum ich da nur dran denke, ist beyond me. Okay, keine Steine. Gut. Buddel mich halt ein. Buddel mich halt weg. Du machst Fund. Das ist mir egal. Ich hau dich weg. You raise the roof, Bros. So, komm. Nochmal. Ich hasse es ja, so zu trainieren, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hasse ich ja. Wie die Pest. Steinmagie.
bin unter der Erde. Ich bin vergiftet. Someone save me. Alter, der Schlimmste war immer noch mit der da oben mit seinem 29 Tauboga. Hau bloß ab! Alter! Chill mal, deine Sohn! Meine Güte, was ein Arschloch! Es fährt mich an und fängt dann auch noch an, hier rumzuheulen. Hau bloß ab, nee! Pokémon zu tauschen ist wirklich cool! Ja, nein. Meine, ich hätte mir auch einen Pantimos holen können. Aber dann denke ich mir, warum hätte ich mir einen Pantimos holen sollen? Ach du Scheiße, ist das ein dickes Ding. Zoe, das überlasse ich dir. Ja, erstmal Giftschaden. Metronom. Dornranke? Ne, Dornkanone. Ach so. Ja, das Spiel muss mir jedes Mal sagen, dass die Attacke nicht sehr effektiv ist, ne? Come on, wirklich? Das ist jetzt nicht witzig. Okay, aber pass auf. Ich habe jetzt vor, den Plan abzusnacken. Entweder das oder das geht voll in die Hose. Nee, das wird funktionieren. Es sei denn, Paralyse. Ja, geil. Triplette, come on. Come on, lebe. Ja! Gesnitcht! Den Kill gesnitcht! Oh Mann, ich sollte tauschen. Ich tausche mal mit Freunden Pokémon. Warum laberst du mich dann zu mit dem Jatz? So, Zoe lebt wieder. Gut. Das ist, most important. Ich glaube hier irgendwo... Genau. TM20. Was ist TM20? Raserei. Okay, jeder von euch hat die Tendenz zum Ausrasten. Das ist, beunruhigend. Äußerst beunruhigend. Jeder hat die Tendenz zum Ausrasten in diesem Team. Du schaust durchs Fernrohr. Hör mir eine kleine Insel aus. Hallo, mein Leben mit Profi. Hilfe. Wir haben 50 Pokémon, verschiedene Pokémon. Ich hab nicht mal ansatzweise so viel. Nee, ich hab nicht mal ansatzweise. Du hast erst 26 gefangen, weil du das 50. Fick dich! Mano! Alter, den EP-Teiler können wir uns so in die Haare schmieren. Es sei denn, wir machen jetzt hier absolute Kernrandale in der Safari-Zone. Was sogar gar nicht mal so unabwegig ist, weil da teilweise ziemlich coole Viecher rumlaufen. So. Ich glaube, wir gehen echt doch erst zur Safari-Zone. Dann haben wir das von der Liste und dann können wir Koga machen in aller Ruhe. Aber erstmal heilen. Dann Safari-Zone, Stuff holen. Ich muss auch vorher sicher gehen, dass ich hier, dass wir Platz haben. Deswegen, lass mal laufen hier. Weil, ihr müsst wissen, Pokémon, die erste Generation, war nicht so schlau, was PC-Management angeht. Wir packen jetzt mal alles an TMs weg, weil die meisten davon brauchen wir eh nicht. Die meisten TMs brauchen wir sowieso. Das Silt-Scope brauchen wir auch nicht mehr. Weil es sei denn, wir haben jetzt irgendwie vor, einen auf Ghostbuster zu machen. So, wir wissen, wir haben die Tendenz zum Ausrasten. Das ist schön. Aber noch irgendwas, was wir nicht brauchen. Pokeflöte behalte ich mal. Superangel brauche ich jetzt auch gerade nicht. Bip, bip. So, Box wechseln. Ja. Gehen wir mal auf Box 2. Just in case. Und dann in der nächsten Folge gehen wir in die Safari-Zone und gehen einen Haufen fremden Pokémon auf den Keks. Bis dahin, Servus.